Wir haben halt angefangen ohne Ahnung. Und zwar alle ohne Ahnung. Und wir lernen immer noch, sage ich auch ganz oft. Aber ganz viel läuft mittlerweile einfach. Wir sind heute in Lennestadt Bilstein, mitten im Sauerland. Und die Annahmestelle, die wir hier besuchen, die ist ganz anders, als man sich eine Annahmestelle eigentlich vorstellt. Denn sie ist auch ein Supermarkt, ein Dorfladen und das einzige Geschäft hier im Ort. Und diese Annahmestelle wird betrieben von der Caritas. Dort arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal rein. Hey Andrea. Hallo Matze. Dein Reich, dein Dorfladen mit Westlotto-Annahmestelle. Du bist gelernte Heilerziehungspflegerin und bist jetzt Leiterin von so einem Markt. Wie ist das? Nicht das, was ich mal gedacht habe. Beschreib uns mal das Konzept dieses Ladens. Also wir gehören zu den Wettmann-Werkstätten. Das ist eine Werkstatt für behinderte Menschen und betreiben das jetzt mit einer Werkstattgruppe hier. Dazu gehören wir hauptamtliche Mitarbeiter und 6 Menschen mit Behinderungen und einige Ehrenamtler, die uns auch immer noch ganz tatkräftig unterstützen. Wir haben halt angefangen ohne Ahnung. Und zwar alle ohne Ahnung. Und wir lernen immer noch, sage ich auch ganz oft. Aber ganz viel läuft mittlerweile einfach. Also am Anfang musste ich 1:1 daneben stehen, wenn das Kühlregal eingeräumt wird. Und mittlerweile habe ich einen Beschäftigten, der macht das komplett alleine. Und das hat er einfach in 1,5, 2 Jahren dann auch gelernt. Wer lernt mehr, ihr oder das Dorf? Ja, das kommt sicher drauf an, wen du fragst. ich glaube schon, dass auch beide Seiten wirklich lernen. Also wer hier reinkommt, muss auch in der Regel ein bisschen Zeit mitbringen. Und das finden unsere Kunden, vor allem die älteren Kunden, natürlich toll, dass die sonst auch alleine leben und dann hier einfach mal Pläuschen halten können. Mhm. Das macht schon auch viel aus. Dann kommen wir zur Schnellfragerunde. Hatten wir auch noch nicht, Lostrommel auf der Wursttheke. Du ziehst gleich ein paar Rubbellose, sind schnelle Fragen und okay. Du gibst schnelle Antworten. Okay? Ich gebe mir Mühe. Ja. Neuer Standard. An welchem Ort der Welt hättest du am liebsten deine Annahmestelle? Ich bin hier voll glücklich gerade. Wirklich? Mit meiner Annahmestelle. Ja, ja. Nicht so die Karibik oder sowas? Nee, da kenne ich die Leute nicht. Da muss ich eine andere Sprache sprechen. Also, Sauerland ist am schönsten. Jawohl. Ja. Wer hat sich am schönsten über den Gewinn gefreut? Wir hatten eine Kundin, die hier 7.777 Euro gewonnen hat. Sie kann es bestimmt gut gebrauchen und es war so unser erster großer Gewinn. Dein größter Stolz im Laden. Das sind natürlich meine Beschäftigten und die Kunden. Und das Miteinander dabei, ja. Und eine der Beschäftigten hier, das ist Daniela. Beschreib mal, was ist deine Aufgabe hier im Geschäft? Meine Aufgabe ist hauptsächlich hinter der Kasse zu sitzen und so ab zu kassieren. Was war deine Arbeit, bevor ihr diesen Laden übernommen habt? Ich war 9 Jahre lang zu Hause und dann habe ich Ende 2019 in der Bergmann-Werkstatt angefangen und seit Februar, wo der Laden eröffnet worden ist, bin ich hier. Hm. Ich bin ganz dankbar darüber. Wofür bist du besonders dankbar? Dass ich wieder als körperbehinderter Mensch am Arbeitsleben teilhabe. Andrea, aus deiner Sicht, was ist das große Geschenk, das ihr durch diesen Laden hier habt? Dass wir einfach mittendrin sind und wirklich so was Ähnliches wie ein normaler Laden sind und normale Kontakte zu normalen Kunden haben. Also Daniela hat vorher in der Wertmann-Werkstatt an der Pforte auch kurz gearbeitet und auch ein bisschen Kundenkontakt gehabt. Das ist aber nicht vergleichbar mit den Kontakten, die wir jetzt hier einfach mit unserem Bildsteiner, Kirchfalscheder Kunden pflegen. Wenn du das aus deiner Sicht vergleichst, das früher an der Pforte und das hier, was ist der Unterschied? Da hatte ich schon so ein bisschen Menschenkontakt oder auch mal das Telefon. Aber hier, diese Menschen, die kommen rein, man unterhält sich. Das kann ich jetzt nicht beschreiben, aber es ist diese Freundlichkeit, das Liebe und es ist einfach nur schön. Mhm. Auch vor allem den Menschen auch mal selber helfen zu können. Und ich kann das so ein bisschen, kann ich auch mal mit Taschen einpacken oder mal einfach nur Ratschläge geben. Und das klingt nach ganz großartigen Erfahrungen, die ihr hier macht. Und ich drücke euch die Daumen, dass das so weitergeht. Und danke, dass ihr über eure Erfahrungen erzählt habt und viel Glück weiter. Dankeschön. Sehr gerne, dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wenn ihr euch noch mehr Geschichten von außergewöhnlichen oder spannenden Annahmestellen anschauen wollt oder Geschichten rund um die Westlotto-Welt erfahren wollt, dann folgt uns gerne jetzt auf unserem Kanal.